Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play GTA Liberty City Stories. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie immer. Beim letzten Mal haben wir ziemlich viele Missionen fertig gemacht, ziemlich viele Missionsketten. Und haben jetzt diese, ja, die Mission für einen ominösen Pastor. Wir alle wissen, dass das so ein Typ ist, der für Liberty Tree arbeitet und für den wir jetzt die Drecksarbeit machen können. Aber ist ja okay. Also so viele Missionen, wie wir in den letzten Parts gemacht haben, habe ich schon Angst, dass wir bald mit dem Spiel durch sind. Weil so lang ist tatsächlich Liberty City Stories überhaupt nicht. Also es hält sich echt stark in Grenzen vom Umfang her. Es ist, glaube ich, sogar noch ein Ticken kürzer als GTA 3, wenn ich jetzt nicht... Oder ungefähr genauso lang vielleicht. Es gibt mehr Nebenmissionen auf jeden Fall. So, The Passion of the Heist. Ah ja, Raubüberfall, stimmt, ja. Gibt's in jedem GTA mindestens einen. Forgive me, Father, for I have sinned. Holy crap, Tony, what have you done now? No, language, Father. Oh yeah, Hail Mary full of whatever. A wayward soul has confessed to fencing diamonds. Help this pilgrim on the path to redemption. Take the loot and I'll see the diamonds in return. Ja, natürlich. Wir dürfen uns jetzt... Ach, Diamanten, ja. Ich erinnere mich dunkel an GTA 4. Da waren Diamanten ein sehr großes Thema. Übrigens, achtet mal kurz aufs Wetter, bevor es dunkel wird. Es ist mal schön in Liberty City. Ganz seltener Anblick. Aus irgendwelchen Gründen ist das Wetter hier meistens scheiße. Ich weiß nicht, ob's in New York wirklich so ist. Ich wage es stark zu bezweifeln. Vor allem jetzt mit Klimawandel und so weiter. Wird sowieso überall wärmer. Wenn, wie wir das letzte Woche, also von der Aufnahme jetzt ausgesehen, nicht dann, wenn dieser Part rauskommt, sagen wir einfach mal, nennen wir es Anfang Juli. Dann wisst ihr Bescheid. Irgendwie 50 Grad in Kanada. Knapp 50 Grad. Take out the helicopter. Ja, okay. Probieren wir es mal. Okay, Helikopter wäre schon mal down. Das ist das Wichtigste. Aua. Die Schergen haben mir einfach meine Deckung weggeschossen. Uiuiui, drei Sterne. Gut übrigens, dass ich die Mission gemacht habe, wo man mehr Lebensenergie bekommt. Ich glaube nämlich, dass wir die jetzt gerade sehr, sehr dringend brauchen. Das war jetzt eine extrem dumme Idee, diese Limousine zu klauen. Die ist etwas langsam. Aber ich wundere, dass bei drei Sternen sind doch die Cops normalerweise viel aggressiver, was das Thema Nagelmatten betrifft. Aber es ist auch Nacht. Kann natürlich auch sein, dass viele Cops gar nicht da sind. Die haben frei. Jetzt fahren hier überall Sentinels rum. Ich brauche ja noch einen, ne, für die Love Media. Naja, kriegen wir schon noch. Ist jetzt kein so seltenes Auto. So, wir müssen natürlich die Diamanten nach zum Liberty Tree Gebäude bringen. Auch hier hinterfragt Tony nicht, warum das so ist. Würde mich ja instant stutzig machen. Und zack, sind die Sterne schon wieder weg.
sehr mysteriös. Wir sollen es auch zur Rückseite bringen, wo es nicht gut gesehen wird. Slav Media benötigt diese Karre nicht. Ich hätte gedacht, dass... Oh, da ist er. Den klauen wir uns jetzt mal schnell. Entschuldigen Sie. Slav Media needs one of these. Passenderweise ist die Garage gleich hier. So, was haben wir noch? Hellenbach GT, gut, da können wir den aus Portland holen von uns. BF Injection, das ist dieser Buggy. Deimos SP, den kenne ich jetzt tatsächlich, also habe ich noch nicht gesehen. Thunder Rod ist doch dieser... Also Thunder Rod, Hellenbach GT geht recht leicht, Faggio eigentlich auch. Hearse wird so eine Sache. Das ist der Leichenwagen und ich habe keine Ahnung, wo wir hier einen Leichenwagen herkriegen, das muss ich mal echt googeln. Ich weiß auch gar nicht, wie die Belohnungen aussehen, wenn man hier diese Autos alle abliefert. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Aber wir machen das jetzt mal kurz. Wir fahren jetzt mal schnell nach Portland rüber und holen da unseren Hellenbach. Und opfern den. Police have been left with egg on their faces, as the whereabouts of the stolen diamonds is still unknown. For an exclusive report, tune in later. Our award-winning reporter, Ned Berner, has all the facts. Ned Berner, merkt euch den Namen. Hier können wir ja mal wieder einkassieren, ne? Portland haben wir ja schon überwiegend unter unserer Kontrolle. Wir müssen natürlich trotzdem noch ein bisschen Aufräumarbeit leisten. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Einmal den hier. Dann einmal den. Speichern wir hier auch kurz. So. Dann ist es auch mal... Ah, so viel zum schönen Wetter wieder hier. Gut, dann fahren wir... Hier müsste er drin sein, gell? Ja, da ist er doch. Da haben wir unseren Hellenbach. Dann fahren wir den Banshee rein in die Garage. Kann nicht schaden, hier ein schnelles Auto deponiert zu haben. Kein Kratzer. Ja, diese Listen sind natürlich deutlich länger als die bei dem Autohaus in Vice City. So, den Thunder Rod wissen wir auch, wo der dann steht. Au! Zwei hier. Den holen wir dann gleich als nächstes und dann fokussieren wir uns wirklich mal darauf, dass wir mal die restlichen Karren noch beschaffen, weil da bin ich echt gespannt. Hui. Und was auch mal interessant wäre zu wissen, ist, weil das finde ich ziemlich witzig. Es gibt ja zwei so Supersportwagen. Der eine heißt Phobos und Deimos. Also quasi so wie die Monde vom Mars. Den einen haben wir schon gefunden. Der andere fehlt uns noch. Ich weiß auch nicht, wie der aussieht. Könnte ich in der Aufnahmepause natürlich auch mal googeln.
Auch wo man den Leichenwagen herbekommt, wäre mal sehr interessant. Es gibt sicherlich irgendwo ein Leichenschauhaus oder ein Bestattungsunternehmen, wo den hat. Und den BF Injection, puh, ist auch eine gute Frage, wo man hier einen Strandbuggy herbekommt. Es gibt ja keinen Strand hier. Na, komm mal her. Der Faggio, dieser Roller, den man da braucht. Da steht doch auch einer mal hier drüben bei diesem anderen Haus, das der die gerade baut. Da steht die Angel, genau. Und irgendwo hier steht doch auch ein Faggio. Ansonsten, der fährt natürlich auch sehr, sehr häufig durch die Gegend, also... Ah, wo man gerade davon spricht. Okay, keine Cops auf uns aufmerksam gemacht, obwohl wir eigentlich direkt vor ihren Augen gerade diesen Roller geklaut haben. Naja. Ich hoffe ja nur, dass man danach nicht noch eine Liste machen muss. Das fände ich ein bisschen... Wobei die Liste schon sehr, sehr umfangreich ist. Ja, das Auto klaue ich mal nicht besser. Das können wir klauen. Farbe sitzt natürlich nicht so meins. Das ist der... Das ist der andere, ne? Das ist der Phobos. Ja, das ist der Phobos VT. Den haben wir schon abgeliefert. Dann brauchen wir quasi noch dem sein Gegenstück sozusagen, den Deimos. Ist übrigens ein Auto, glaube ich, das es nur in Liberty City Stories gibt. Also den gab es in GTA 3 definitiv nicht und in keinem anderen GTA. Also ein paar neue Autos packen sie ja immer mit rein. Fährt er natürlich hier auch rum. Es war irgendwie bei GTA schon immer so, wenn man eine Karre hat, dann fahren von dem Typ irgendwie, keine Ahnung, 95% der Autos sind dann die Karre. Ich überlege jetzt gerade den BF Injection, den gab es aber, glaube ich, sogar schon in GTA 3. Es gibt doch einen Strand hier, ne? Das in Portland jetzt nicht, aber ich glaube, in Shoreside Vale drüben gibt es einen Strand, oder? So, mehr oder weniger. Und da das ein Strandbuggy ist, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, okay, wir gucken da mal. Aber ich schaue einfach zwischen den Parts, schaue ich mal, wo da so Fundorte sind. Einmal von dem... Dann schaue ich mir mal an, wie der Deimos aussieht. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Weil den habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht gehabt. Und das dementsprechend weiß ich auch nicht, wie das Auto aussieht. Und ja, wie gesagt, der Leichenwagen und der BF Injection, die haben sicher irgendwelche Spawnpunkte, weil die fahren nicht rum. Ja, dann fehlen eh nur noch die drei tatsächlich. Naja, das ist ein Banshee hier. Ja, Polizei, fahr mal. Das war wieder der andere. Na gut, suchen wir beim nächsten Mal weiter. Jetzt erstmal noch die Carmageddon. Forgive me, Father, for I've sinned. Tony, my son, compared to the degenerates in this town, you're a saint. Their cars pump the devil's bum gas into our children's lungs. They are defiling Eden.
Go and show these sinners the error of their ways. Ist es jetzt... Ich überlege jetzt gerade, ist es jetzt so eine ähnliche Mission? In GTA 3 gibt es nämlich eine Mission. Da muss man auch mit dem Firetruck rumfahren und so viel Schaden wie möglich machen. Oder ist das hier gewesen? Weil das nämlich so cool ist, wenn man mit dem Firetruck die Autos alle rammt, dann fliegen die so lustig durch die Gegend. Mal keinen Rammen mit dem Müllwagen, der ist so stark wie wir. Aber hier. Ja. Ja, das sind die Missionen, die machen schon Spaß. Und die Strecke hier, die ist sehr prädestiniert da, weil da kann man richtig schöne... Three smashes in a row. Ja, wir machen natürlich auch vor der Polizei nicht halt. Wir sollten hier rechts fahren. Ja, die Polizei erleichtert uns das eigentlich alles nur noch. Highflyer-Bonus. Wenn es so rutschig ist, ist es nicht so schön. Wir haben es ja sowieso schon fast voll, den Balken. Ja, wenn man so richtig Fullspeed fährt, dann geht's richtig ab. So, schauen wir mal, wer uns hier gleich wieder entgegenkommt. Wow. Jetzt. Destroy the fire truck. Leave no evidence. Ah, okay. Die Leute stürzen sich in den Tod, weil, ja, Sensationsgeilheit. Schon immer schlimm. Oh, das war doch so eine Forelli-Karre. Hä? Warum bin ich erschöpft? Das kann nicht sein. Ich kann unendlich sprinten. Ja, komm, dann gib mir deine Karre. Ja, mit dem Patriot geht's leider nicht so gut. Overcame a Liberty City fireman today when he brought mayhem to the streets of Staunton Island. Fire Chief O'Reilly says none of his men are guilty, but eyewitnesses say an LCFD fire truck was definitely to blame. You be the judge when Ned Berner, our award-winning reporter, brings you the exclusive later on LCN. Ja, ist schon sehr verdächtig, oder? Dass immer ein Reporter alle Details hat. Ihr, meine schlauen Zuschauer, habt das natürlich schon längst durchschaut, dass der Beichtvater, bei dem wir immer sind, kein echter Beichtvater ist, sondern dass das dieser Reporter ist. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen zu offensichtlich schon gespoilert.
Aber ich denke, es ist schon mehr als offensichtlich. Vor allem, wenn man immer alle Beweise oder irgendwas, was man beschaffen soll, dann zur Redaktion von Liberty Tree bringen soll. Und die Missionen sind als Liberty Tree Mission, das ist diese Glocke auf dem Radar. Jetzt könnte ich übrigens so einen Spruch bringen wie abonniert und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. So wie man auf YouTube eh nur noch zugeballert wird. Wer es nicht freiwillig macht, den will ich auch nicht dazu zwingen. So einfach ist das. So, was haben wir denn jetzt? False Idols. Also falsche Idole. Das ist leicht zu übersetzen gewesen. Forgive me, Father, for I've sinned. Again. And you shall be redeemed once more, my son. The cult of celebrity has gone too far. What kind of whore gives a radio interview instead of giving a hard-working newspaper journalist an exclusive? Destroy these false idols. Ich glaube, ich muss... Ich habe die Dings noch, ne? Den Raketenwerfer. Ja, perfekt. Ja, wir machen erst den Typ mit auf dem Boot, würde ich sagen. Weil bevor der... Und wir holen uns dann seinen kugelsicheren Patrioten. Wenn wir es noch schaffen, ihn abzufangen. Sieht gerade nicht so aus. Ja, genau. Tja. Bulletproof, aber nicht raketenproof. So, dann machen wir den Typen mit der Limo. Ach, der fährt ja praktischerweise ohnehin gerade da oben vorbei. Und fährt in einem doch recht gemäßigten Tempo. Das bedeutet, wir können so ein bisschen vor ihm fahren. So, das war's mit Black Lightman. Er ist jetzt Lightman. So, jetzt kommt wahrscheinlich das schwierigste Ziel. Das ist der Heli. Oder ist es das schwierigste Ziel? Ach, der ist ja echt scheiße geflogen. Na, das war ja einfach. Father. Great, the paper circulation has tripled since you found your soul. What? Thanks again for all your help, Tony. Hey, what the fuck? Who are you? Who the hell do you think you are? My left fender. Watch out! All you fools will work for me. Jetzt dachte ich schon, ich hätte den noch verfolgen und töten müssen, aber... Hat der uns einfach benutzt. Aber ja, das war ja schon klar. The premiere of the movie Fubar was marred today
when its three stars, Fate W, Black Lightman, and DVP, were slain dramatically on the streets of Liberty City. TV moguls were swift to declare the actors really were dead. And this wasn't just a cheap publicity stunt for the upcoming TV show, Celebrity, Liberty City Survivor. Our award-winning reporter Ned Berner knows different. Tune in later for his exclusive report. Nett, knöpfen wir uns doch noch vor, hoffe ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den uns überhaupt noch vorknöpfen. Aber jetzt erstmal ganz in Ruhe speichern. Kriegen wir wahrscheinlich eh gleich einen Handyanruf. Weil wir momentan keine Missionen haben. Als ob ich es vorausgesehen hätte, huh? Tony, it's Donald. I have a rather pressing matter that requires your particular skills. Please call me at my office as soon as you can. So, dem Dee wieder helfen. Ist ja gar kein Problem. Wir stellen ihm selbstverständlich unsere speziellen Fähigkeiten gerne zur Verfügung gegen das entsprechende Kleinod. Aber das erst beim nächsten Mal, denn wir sind mit diesem Part leider am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal ein, wenn wir Dee bei seinem speziellen Problem helfen. Und es wieder heißt Let's Play GTA Liberty City Stories. Bis dahin, Freunde, ciao, macht's gut.